Hey ho Leute, heute habe ich euch einiges zu erzählen und deswegen mache ich dieses Video. Ich habe in letzter Zeit viel nachgedacht und ich habe auch heute bei der Arbeit noch nachgedacht und dann bin ich so, ja, habe ich so dieses Gefühl bekommen, dass ich unbedingt einen Vlog abdrehen muss, damit ich meine Gedanken einfach mal ausspreche, euch davon erzähle und vielleicht wird es dann alles ein bisschen leichter und easier und was weiß ich. Ich habe nämlich irgendwie ein bisschen was auf dem Herzen, obwohl ich selber nicht genau weiß, was es ist. Das ist das Verrückte an der Sache. Und das hört sich jetzt viel dramatischer an, als es eigentlich ist. Vielleicht denkt jetzt irgendjemand von euch, oh mein Gott, sie wird mit YouTube aufhören. Aber nein, ich werde nicht mit YouTube aufhören. Es gibt nur ein paar Dinge, die ich momentan, die mich nerven, mit denen ich selbst unzufrieden bin und die mich selbst auch so ein bisschen runterziehen. Ich fange mal direkt mit dem ersten Punkt an und das ist das Lesen generell und das hier ist ein Bücherkanal und dieser Kanal lebt von Büchern und davon, dass ich lese, aber momentan, ich weiß gar nicht, ich habe so ein paar Probleme damit zu lesen. Momentan ist es so, dass ich gerne lesen möchte. Ich möchte wirklich gerne lesen. Ich weiß nicht, ob ich Lust darauf habe. Das ist das Komische. Ich möchte gerne, aber irgendwie habe ich doch nicht wirklich Lust. Und wenn ich ein Buch in die Hand nehme und anfangen möchte oder weiterlesen möchte, dann denke ich immer so, nee, irgendwie doch nicht. Und das habe ich bei so vielen Büchern. Ich habe jetzt gerade ein Buch beendet, durch das ich mich auch irgendwie eher durchquälen musste und jetzt denke ich nach, okay, was könnte ich lesen oder könnte ich eins von den Büchern, die ich schon angefangen habe, weiterlesen, aber ich denke einfach immer so, nee, irgendwie nee, das ist nichts das Richtige und das stört mich selber total. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich momentan so viele gute Bücher auf dem Sub habe, dass ich mich schlichtweg nicht entscheiden kann, was ich lesen möchte. Leute, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mein Sub mir nicht von der Zahl her Angst macht, sondern dass ich einfach denke, oh mein Gott, es sind so viele gute Bücher auf dem Sub. Ich muss die alle sofort lesen eigentlich, weil ich möchte das alles erfahren und wissen und die Geschichten erleben. Aber dann kann ich mich nicht entscheiden, was ich zuerst lesen will, weil ich irgendwie auf nichts besonders Lust habe. Und das zweite ist, dass ich jetzt gerade auch im September nicht viel gelesen habe und mich selber dann auch so unter Druck setze und immer denke, Laura, du musst mehr lesen, du musst mehr lesen. Und das ist auch nicht der richtige Weg, weil ich merke, dadurch, dass ich mich selbst unter Druck setze, komme ich kein Stück weiter damit. Ich habe auch immer diese Reading Challenge von Goodreads im Hinterkopf, aber da stehe ich total gut. Ich bin 2 Bücher im Vorsprung, aber trotzdem denke ich, oh mein Gott, ich muss diesen Vorsprung ausbauen, ich muss mehr lesen. Und das ist wieder so, dann setze ich mich wieder selbst unter Druck und das macht überhaupt keinen Sinn, weil, hey, ich könnte mir eine Pause gönnen, weil ich bin 2 Bücher im Vorsprung. Und vor allem sollte ich nicht nur lesen, um so eine doofe Challenge zu erfüllen. Das ist total bescheuert. Und deswegen habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass ich vielleicht einerseits nur noch für diese Challenge lese, damit ich die Challenge schaffe. Irgendwie lese ich nicht mehr, weil ich denke, oh ja, jetzt möchte ich unbedingt gerne lesen, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich super gerne lesen möchte. Und das Lesen hat momentan bei mir einfach andere Gründe oder ich selber sage mir immer, Laura, du musst lesen, du musst lesen. Und das ist bescheuert und das macht es irgendwie nur noch schlimmer. Und deswegen habe ich gedacht, dass ich vielleicht jetzt erstmal aufhöre zu lesen, bis ich wieder richtig Lust habe, dass ich einfach mit diesem Druck aufhöre und endlich mal sage, es ist mir alles egal, diese Challenge ist mir egal. Es ist mir egal, ob ich einen Monatsrückblick abdrehen kann oder ob ich im Monat überhaupt kein Buch lese. Und das sind jetzt solche Probleme, wo viele von euch wahrscheinlich denken, oh mein Gott, ihre Probleme hätte ich gerne. Oh mein Gott, was macht sie mit ihrem Leben? Warum beschwert sie sich wegen so einem Scheiß? Aber das ist total bescheuert, aber irgendwie, ah. Ich weiß ja selber, wie dumm das ist, aber trotzdem ist es irgendwie da und ich glaube dadurch, gerade dadurch, dass ich auch YouTube mache, ist es einfach so, dass das Lesen für mich nicht mehr nur ein Hobby ist. Also natürlich ist es nur ein Hobby, aber Lesen und YouTube hängt so eng zusammen und ich möchte YouTube um nichts auf der Welt aufgeben und das heißt, dass
Zeitpunkte, in denen ich nicht mal nicht so viel lese, ja, die beeinflussen diesen Channel irgendwie. Und dann denke ich mir, oh mein Gott, nein, ich will das so gerne aufrechterhalten. Und es wird natürlich aufrechterhalten. Und ich mache mir selber so einen Kopf irgendwie. Und das ist so richtig bescheuert. Es ist so blöd, wenn man merkt, wie bescheuert und unlogisch das eigene Denken ist, aber man kann es nicht verändern. Und dann habe ich auch noch das Ding, dass ich momentan 2 Bücher angefangen habe, und zwar Game of Thrones, den 5. Teil, und The Hobbit habe ich ja auch mal zu Project 10 Books Zeiten noch angefangen. Und ich denke immer, Laura, du musst die Bücher beenden, du musst die Bücher beenden, du hast sie angefangen, du musst sie endlich zu Ende lesen. Aber dann habe ich keine Lust darauf und komme höchstens 5 Seiten, wenn ich sie mal, also komme höchstens 5 Seiten weiter, wenn ich sie dann mal in die Hand nehme. Und das ist auch so bescheuert, weil anstatt einfach zu sagen, okay, ich stelle sie wieder ins Regal, irgendwann anders wird der Zeitpunkt dafür sein, denke ich, habe ich das immer im Hinterkopf und habe ein schlechtes Gewissen, weil ich diese Bücher nicht zu Ende lese. Warum habe ich ein schlechtes Gewissen deshalb? Ich sollte kein schlechtes Gewissen haben. Das ist so dumm. Ja, aber das war mein erstes Problem und es war irgendwie mal gut, das richtig laut zu sagen. Und ich weiß auch nicht, ob ihr da jetzt groß was zu sagen könnt oder ob ihr Tipps habt oder ob euch das überhaupt interessiert. Ich weiß es nicht. Ja, ich wollte das einfach mal von der Seele haben. Dann ein zweiter Punkt ist, dass ich momentan auch irgendwie mit dem YouTube-Kanal an sich ja nicht unzufrieden bin, aber so langsam wird mir selbst langweilig. Das heißt, ich finde, es gibt nichts Neues und Aufregendes mehr so in der Bücherwelt. Nur noch ganz, ganz selten kommt irgendwie mal ein Tag oder irgendwas, irgendeine Challenge, wo ich denke, oh mein Gott, das ist so cool, das ist richtig spannend und anders und erfrischend. Und sonst ist es einfach ewig dasselbe und damit hatte ich eigentlich nie so Probleme. Viele Leute meinten das immer, oh mein Gott, das wird so schnell langweilig und es ist immer das Gleiche. Und ich dachte immer, finde ich eigentlich gar nicht. Finde ich total okay alles. Aber jetzt bin ich langsam an dem Punkt angelangt, wo ich denke, ach, es ist ein bisschen langweilig alles. Obwohl mein Channel momentan auch echt super läuft und euch macht das alles Spaß. Und wenn ich ein Video drehe, macht mir das auch total viel Spaß. Aber wenn ich so dann drüber nachdenke, was für Videos könnte ich noch drehen, dann fällt mir nichts mehr ein und mir ist immer was eingefallen und das macht mir Angst. Und mittlerweile ist es auch einfach so, dass ich euch was Tolles bieten möchte, weil ihr seid eigentlich der Hauptbestandteil dieses Channels. Ihr bringt das hier alles, ihr bringt mich dazu, dass ich das am Laufen halte, weil ich so tolle Kommentare und Nachrichten von euch bekomme. Und in letzter Zeit höre ich ganz oft, Laura, du bist meine Lieblings-YouTuberin, und das ist das größte Kompliment, was man jemandem machen könnte, der also der YouTuber ist. Und das finde ich, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass momentan sowas wie die Hassliste hier fehlt, weil ich habe mich ja sozusagen von der Hassliste verabschiedet. Es wird ein neues Format kommen. Auf jeden Fall. Ich habe mir da schon was ausgedacht. Ich habe schon Videoideen. Ich weiß noch nicht, wann es kommen wird, weil es einfach ein bisschen aufwendiger ist. Und ich versuche, dieses Wochenende was zu drehen. Ich kann euch den Namen verraten von dem Format. Es heißt Laura Drama Time. Das ist so eine Sache, die ich mit, das ist so ein Insider mit mir selbst. Kennt ihr das? Habt ihr auch Insider mit euch selber? Es gibt manchmal so Zeiten, da bin ich genervt von allem und bin einfach so richtig schlecht drauf und pissig und denke nur so, oh mein Gott, das ist alles scheiße, ich hasse es und bin einfach so richtig am Meckern die ganze Zeit. Und irgendwann kommt es so schlimm, dass ich mich selber damit nerve, dass ich so genervt bin. Und sobald ich mich selber nerve, denke ich auch so, boah, es ist Laura Drama Time, ehrlich, es ist Laura Drama Time again. Warum bin ich so und warum bin ich so genervt? Ja, deswegen, das passiert hauptsächlich, wenn ich schlecht drauf bin und genervt bin. Und in diesem Format soll es auch um Dinge gehen, die mich stören, nerven, böse machen, zum Meckern bringen und so weiter. Also so ähnlich wie die Hassliste, bloß ein bisschen anders. Ihr werdet das sehen, wenn das erste Video dazu kommt. Das hat wirklich gut getan. Das hat echt gut getan, das einfach mal alles zu sagen.
zu sagen. Gestern in der Berufsschule mussten wir eine Gruppenarbeit vorstellen und ich habe zusammen mit einem anderen Mädel was vorgestellt. Und ja, danach haben wir so Feedback auch bekommen von der Klasse, wie die Präsentation an sich war. Und es wurde zu mir gesagt, dass alles gut war, alles positiv war, aber dass ich so komische Handbewegungen mache und dass ich so mit meinen Händen rumzappel. Und das habe ich mir einfach total vom YouTuben angewöhnt. Das ist furchtbar, weil ich irgendwie, ich mag das zu gestikulieren und das mache ich auch immer, wenn ich ein Video drehe. Und ja, vielleicht muss ich bald mal dafür sorgen, dass ich meine Hände stillhalte. Mir geht's besser, ein bisschen. Und ich werde jetzt eine Folge Breaking Bad gucken, weil ich Breaking Bad angefangen habe und es mir ganz gut gefällt. Und das mit dem Lesen werde ich jetzt erstmal sein lassen, bis mich wieder die Lust packt. Weil es hat einfach keinen Sinn, wenn ich mich zwinge, irgendwas zu lesen, was ich nicht möchte. Und deswegen kann es sein, dass ich die nächsten paar Wochen überhaupt nichts lesen werde. Aber vielleicht kann es auch sein, dass ich schon übermorgen denke, Mensch, du hast richtig Lust, ein Buch zu lesen. Und deswegen, ja, einfach nur, damit ihr informiert seid. Auf Wiedersehen.